Ja, gut, es sind sicher mehrere Gründe, aber auch eins ist auch klar, es sind immer enge Spiele gewesen am Anfang, ja, auch gegen Darmstadt. Aber die Mannschaft ja, ist halt überzeugt, dass so Spiele gewinnen kann und bleibt dann dran und lässt nicht locker. Hat natürlich jetzt so ein größeres Selbstbewusstsein bekommen dadurch. Aber schlussendlich ja, zeigen wir auch dann noch guten Fußball. Und wie gesagt, es sind immer enge Spiele. Und bis jetzt haben wir die für uns entschieden, weil die Mannschaft einfach auch dann geglaubt hat. Ja, auch wenn es mal vielleicht nicht so Phasen gibt, wo es so gut läuft, dann das zu überbrückt und weitermacht einfach. Und ja, das zeichnet uns heute halt momentan aus. Also für mich geht es am Samstag um 3 Punkte und sonst nichts anders. Und man kann nicht mehr und weniger holen. Also das ist die Ausgangsposition für mich. Ja, das ist anderes ist alles uninteressant. Ja, das ist Nebenschauplätze oder was. Es geht um 3 Punkte. Ja, wir sind froh, wir haben 20 Punkte. Auch eins ist ganz klar, Wien-Wiesbaden ist weiterhin der Top-Favorit. Für mich war nach wie vor, man muss sich nur die Spieler da lesen. Wenn ich im Sturm, da denkst du, ein Wolfhard Seiler, nee, da kommt noch ein Smekes, Buadus dazu, ein Janic dazu. Das ist eine Zweitligatruppe, gar keine Frage. Und also für mich ist es klar, weiterhin ein Aufstiegsfavorit, auch wenn sie jetzt die Punkte noch nicht haben. Und wie gesagt, wir werden um 3 Punkte kämpfen am Samstag, werden alles versuchen, wie im Stadion hier bei uns wieder, ja, die Jungs wieder ihre Stärke ausspielen und dann können wir 3 Punkte holen, auch gegen so eine sehr, sehr gute Drittligamannschaft. Na gut, personell muss man nochmal abwarten. Wie gesagt, Lukas Kohler, Gitzmanns mit Sicherheit nicht dabei. Dann bei Fuchser großes Fragezeichen. Mal sehen, wie es jetzt neu ist die nächsten 2 Tage. Tim Kruse wird heute ins Mannschaftstraining einsteigen. Und dann werden wir sehen, ob er die Belastung standhält. Sonst, ja, der Rest des Kaders ist soweit fit und einsatzfähig.